ich werde es wahrscheinlich nie verstehen, dieses Spiel. Wir kommen zurück zu Victoria 3. Wir sind in einer schwierigen Ausgangslage, nach wie vor. Wir haben das Problem, dass ich keine Ahnung habe, wann und wie wir den Krieg hier gegen die... Ja, übrigens zwei Kriege. Einen haben sie schon verloren. Wie gesagt, es ist an sich Blödsinn überhaupt. Na, wir gucken mal. Vielleicht bieten sie irgendwann an. 31% der Pops in den Ryukyu-Inseln, Sachalin. Hier sind 6 und... Warte mal ganz kurz. In Sachalin. Das ist jetzt natürlich toll. Ich habe nicht mal jemanden, der das unterstützt. Das ist ja nicht mal ein Agitator. Den kann ich übrigens mal rausballern. Das sollte die Gehöftbauern auch rausballern. Gehaltssubvention beschließen. Ja, das ist aber voll doof, weil das will ja gar keiner. Aber ich muss es jetzt trotzdem machen, weil ansonsten gibt es Revolution. Da kann ich mir überhaupt nicht erlauben gerade. Ey, so eine Scheiße, Alter. Das passt jetzt natürlich auch überhaupt nicht dem Shogunat, ne? Natürlich nicht. Das ist natürlich sehr angepisst. Hä? Nein, kein weißen Frieden. Könnte mich am Arsch lecken. Wo soll ich denn weißen Frieden akzeptieren? Geht weg. 14 unserer Konvois wurden versenkt. Ja, ich habe ja sonst nichts Besseres zu tun, ne? Sonst habe ich ja nichts Besseres zu tun. Ich bin mir sicher eines schönen Tages. Wir versenken unsere... Ah. Okay. Warum auch immer jetzt? Warum auf einmal? Naja. Dann könnte man ja eigentlich das Gesetz wieder ignorieren, oder? Hey. Ja, ja, scheiße auf eure Revolution, Alter. Ich hau euch in die Schnauze. Was ist eigentlich dieses... Ich kann es eh nicht machen. Egal, jetzt hat sich's eh schon erledigt. Oh Gott, oh Gott. So, ganz kurze Frage. Ich weiß jetzt zwar nicht, wieso, weshalb, warum. Und das haben wir jetzt auch bekommen, oder? Sehr interessant. Nee, also ich verstehe jetzt nicht, warum. Keine Ahnung, ist mir auch relativ wurscht. Unfruchtbarer Boden, Digga, mein ganzes Leben ist unfruchtbar. Die sind richtig extrem, verstehe es aber auch nicht, warum. Jeden Monat 35.000. Ist die Bewegung erfolgreich? Werden 4,36 Millionen. Ah, da steht Revolution. Achso, stimmt, das ist ja so stufenweise, ne? Gut, ein bisschen Autorität können wir verlieren, das ist nicht schlimm. Lebensstandard steigt aber nicht weiter. Okay, das ist ein bisschen enttäuschend, weil ich hatte mir irgendwie mehr erhofft auf meine Änderung. Aber wir gucken mal, okay, wir gucken mal. Wir bauen noch ein paar extra Sachen. Es gibt noch Düngerfabriken, Eisenbahnlinien. Verfolgung des Verlegerausschusses. Es ist doch ehrlich gesagt scheißegal, Alter, ne? Könnt ihr diesen scheiß Bürgerkrieg gerne anfangen. I'm ready. Jeden Monat. Diese scheiß Gehöftbauung auf den Sack, ey. Was ist denn das Zeug? Wir haben jetzt aktuell Pachtbauern. Buffen den Shogun. Das bufft die Landwirte. Ich will aber nicht, dass die Landwirte gebufft werden. Ich baller euch gleich in die Leibeigenschaft zurück, ne? Ich sag's euch ganz ehrlich, Alter, wenn die jetzt hier weiter rummucken. Das ist scheißegal, ich habe da keinen Respekt oder irgendwas. Ihre neuen Bettgenossen sind vielleicht nicht so entgegenkommend. Tomasaburo Tokugawa hat einen Feind verwechselt. Naja. Kann man nichts machen. Die Briten sind fleißig am Kolonisieren. Ich wäre auch gerne am Kolonisieren. Wir sind sogar abgerutscht im Rang, Ranking. Weil wir Prestige schon 301 haben, aber trotzdem sind wir abgerutscht. Habe ich mir extra neue Haustiere hier geschaffen, ne? Ah, Cleanland. Wann geht jetzt wieder?
Ja, die können insgesamt fast 700 Divisionen ins Feld, über 700 Divisionen ins Feld bringen. Da kannst du dich eigentlich nur anlegen, wenn du zum Beispiel Russland auf deiner Seite hast, aber die mögen mich irgendwie nicht. Aber dass sie so extrem sind? Dass sie so schlechte Laune haben? Kann ich absolut nicht nachvollziehen. Die sollten doch lieber alle mal ein bisschen chillen und ein schönes Leben haben oder so. Nee, nix. Wie lange dauert so eine Düngerfabrik gar nicht? Frag für einen Freund. Eine Festung mit einem Meer aus Wut. Mir ist es, wie gesagt, mir ist es relativ wurscht. Macht, was ihr wollt. Ich werde euch sowieso in einem Bürgerkrieg besiegen. Was ist mit Österreich-Ungarn passiert? Warum schauen die so hässlich aus? Kaiserreich. Glaube ich ja nicht. Mal gucken, was sich dann halt auch alles abspaltet gleich. Das wird das Interessanteste. Ah, wie gesagt, ich bin da wirklich besser Dinge, dass wir das schaffen werden. Wir haben auf einmal, es fehlt so viel Bürokratie gerade. Aber ich weiß nicht warum. Minus 3000. Wir haben 3,8. Doch Institutionen und inkooperierte Staaten. Habe ich mich echt jetzt mit den Institutionen. Aber schau mal. Es verändert sich nicht. Es bleibt bei 618. Das schreit schon wieder hart nach Bug gerade, ne? Lebensstand ist natürlich wieder kaputt gegangen. Oh. Okay, es geht doch nicht mehr weiter. Ich warte mal ganz kurz, mal kurz. Laden nochmal. Vielleicht wird das Ganze dann entbuggt. Minus 619, super. Ne, wieder mit. Okay. Hä, aber ich habe doch viel mehr Bürokratie gehabt. Ist irgendwas ist hier kaputt gegangen, keine Ahnung was. So, Lebensstandard geht wieder nach oben. Ich meine, gut, Bildung ist super, echt. Wir haben mega hohe Alphabetisierung, was natürlich auch zu deutlich besseren Forschungsergebnissen führt. Religion, Autokratie, Theokratie beschließen. Unsere Nation wird durch die absolute Autorität unseres geliebten Herrschers definiert. Wir sind eine Familie mit einem Vater und einem Heimatland. Mhm. Da gibt's Fortschritt. Ich hab's probiert. Machen können wir hier ansonsten auch nicht wirklich was. Also ich weiß nicht, was es ist. Aber, jetzt 462. Es wird aber nicht mehr gebaut. Jetzt wird wieder gebaut. Aber warum dauert es 14 Wochen? Ich habe auch weniger Bauplätze als vorher. Digga, dieser Bürgerkrieg hat mein Land, die haben alles kaputt gemacht. Ich glaube, das dauert generell so lange. Habe ich Schulden? Ja. So ein Dreck. Also ich glaube, die haben uns ein paar Dinger gesnackt hier.
Okay, machen wir das nochmal. Also das war jetzt alles sehr cringe. Diese ganzen Books hier und so, was das alles soll. Dann bauen die mir jetzt einfach hier auch noch Bauplätze. Müssten dringend das, ja. Na, das mal auf die nächste Stufe stellen. Ah, jetzt brauchen wir wieder Werkzeug, oder was? Klar. ich breche das Werkzeug ab, ne? Und jetzt brauchen wir wieder Werkzeug. Okay, okay. Möbel. Nee, das macht keinen Sinn. Aber die haben alles zurückgesetzt auch noch, oder was? Ach komm. Digga, was ist das denn für ein Müll gewesen? Oh, ich krieg gerade echt hart Kopfschmerzen. Ihr habt keine Ahnung. Die haben alles resettet, diese Holzköpfe. Kann man so einen Müll machen, ey. Da haben die mich so hart sabotiert, ey. Das gibt's doch nicht. Habe ich das umgestellt gehabt? Ich kann's euch echt nicht sagen. Okay. Motoren. Warum habe ich denn jetzt auf einmal einen Motorenmangel? Das hätte ich nicht gedacht, dass ich mal einen Motorenmangel habe in diesem Jahrhundert noch. So. Ja, okay. Dann werden wir jetzt auf alle Fälle nochmal wieder ein, zwei, drei Bausektoren dazu bauen. Keine Ahnung, was die sich dabei gedacht haben mit diesem bescheuerten Scheiß bei dem Bürgerkrieg. Also mich so hart zu sabotieren, das ist schon echt ehrenlos. Wir hatten 75, jetzt haben wir 49, Alter. So. Keine Ahnung, was der Scheiß soll. Das nochmal, ich da jemanden erwischt, der das nochmal macht, dann knallt es richtig echt. Ich habe hier keinen Umsatz bei der Düngerfabrik, aber irgendwie fehlt mir Dünger. So, hä, das passt doch auch nicht zusammen. Was ist denn hier das Problem jetzt? Schwefel ist so teuer. Ach so. Ach so, da sagt es doch mal einer. So, ich denke mal, das hat sich dann jetzt auch direkt gelegt. Mal kurz die Produktion umstellen müssen. Zack. So, beim Werkzeug, ja, da haben sie es natürlich. Oh, Stahl, ah, Stahlwerkzeug. Ah. Aha. Mhm. Schau mal, die Stahlwerke werden ausnahmsweise mal gebraucht. 62 ist natürlich immer noch nicht das, was wir vorher hatten. Aber es wird. Also ich hoffe, also jetzt alleine aufgrund der Tat, ich weiß auch nicht, ob man das einfach generell die Produktionsmethoden nochmal zurücksetzen könnte da irgendwie. War das mit den Produktionsmethoden? Irgendwo gab es sowas mit Produktionsmethoden. Ah, hier. Zurücksetzen der Produktionsmethoden von Gebäuden, sodass sie den verbreitetsten nationalen Standard... Da. Ach egal, scheiß auf. Da könnte man natürlich auch einfach mal einstellen, dass sie die modernsten oder dass man das selber bestimmen könnte, welche Standards man haben möchte. Aber nein. Belass nicht einmal mitdenken. So, also die Motoren sind echt ein Problem. Das bringt mir nichts. Grundbesitzer wollen. Ah ja, da gibt es grundsätzlich sogar Interesse für. Das Problem ist mal wieder nur. Es killt meine Autorität. Verringert die Erlasszeit. Gut, das bringt mir jetzt aber auch nicht so viel. Was gibt es noch so für Erlasse, die ich machen könnte?
die Landwirtschaft zu fördern. Wenn wir noch Schulden? Kann man den ganzen Tag Schulden haben? Schaltet Frauenwahlrecht frei. Nee. Wie gesagt, wir wollen ein bisschen shogunig bleiben. Ups. Jetzt auf alle Fälle nochmal zwei Bausektoren bauen. Genau, dann kommen die Motorenwerke schon. Dann kommt auch nochmal eine extra Regierungsverwaltung. Die Häfen, die brauchen wir eigentlich nicht. Die lassen wir weg. Die eine Regierungsverwaltung brauchen wir noch für die Änderung, die wir immer noch laufen haben. Die ist jetzt aber auch bald durch. Eine Sache machen wir jetzt mal ganz kurz. Wir türmen auf für eine Beziehung zu beschädigen und beginnen nochmal neu. Vielleicht bringt das auch nochmal was. Vielleicht ist das auch buggy oder so. Nee. So, das System haben wir auch abgeschlossen. Was bringt mir das? Offizielle Nationalität. Bin ich mal gespannt, was uns das bringen wird. Dass wir dann endlich eine Nationalität haben. Bis jetzt haben wir scheinbar keine Nationalität. Wir sind quasi nicht national. So, jetzt haben wir da 75 Bau. Ja, Regierungsverwaltung. Also, dann kommen die drei Motorenwerke, die auf alle Fälle die Motoren. Und dann wahrscheinlich brauchen wir sogar noch eine Regierungsverwaltung. Wir haben immer noch relativ viel unrealisierte Steuern. Das werden wir auch niemals ändern, glaube ich. Das ist jetzt hier das Problem. Motoren. Könnten noch so viel bauen rein, theoretisch, ne Leute? Ich sag euch, wie es ist. Wir könnten noch so viel bauen. Beide auf vier Regierungsverwaltung dahin. Scheiß auf, wir haben hier immer noch relativ hohe Steuerverschwendung in der Region. Plus 5000. Also das BIP ist, nach diesem Bürgerkrieg hat sich wieder, oh, C-Lebensstandard. Das BIP hat sich erholt. Huch, erstmal rausklicken. Der Lebensstand ist auch ein bisschen besser geworden. Aber die geben immer noch zu viel aus für Bedarf. Vor allem Transport bleibt bei allen ein Problem. Und auch die Dienstleistungen. Aber was mache ich bei den Dienstleistungen? Was mache ich hier falsch? Nichts. Ich kann nichts dran ändern, tatsächlich. Das klingt total krass und so, aber es ist halt auch einfach so. Also was soll ich dann ändern? Unser Stadtzentrum bildet sich durch Urbanisierung oder so, ne? Habe ich auch mal gewusst, wie das genau funktioniert mit den Stadtzentren. Eine der folgenden Bedingungen muss erfüllt sein, Urbanisierung. So, Motorenmangel dürfte sich jetzt in Luft auslösen und wir brauchen Seide. Das ist hervorragend. Kein Spaß. Das finde ich gut. Das ist mit der Kohle nicht so toll. aber das finde ich gut, weil wir können jetzt hier endlich dann mal anfangen, unsere Seidenplantagen zu bauen, auf die ich schon den ganzen... gut, ich habe schon 16 Seidenplantagen. Was? Echt, oder? Hey, wir können sie ausbauen. So, jetzt gab es irgendwo noch eine Übersicht. Welche war das? Ortspreise, genau. Ortspreise... Ja gut, das ist jetzt nicht... das ist jetzt aber nicht das, was ich
Doch, Transport, ne? Transport, das ist überall zu teuer. Scheiße. Produktion ist überall niedriger als Verbrauch. Ja, dachte nach. Meine Fresse. Was ist hier das Problem? Ja, Motoren. Ohne Subventionierung wird hier gar nichts gehen. Ja, das ist das Problem hier. Da ist die Provinz halt einfach viel zu klein. Aber hier ist zum Beispiel so, hier lohnt sich das schon, denke ich mal, die Bahn weiter zu pushen. Ich würde wirklich so viel Geld dafür geben. Ja, Kohle ist halt auch ein bisschen problematisch. Aber ich würde wirklich so viel Geld dafür geben, dass man einfach mit einem Klick in die andere Provinz dann auch sofort das Interface offen hätte, ne? Wisst ihr, was ich meine? Aber ich denke, das Einfachste ist halt wirklich, wenn du hergehst und wahrscheinlich einfach in den Provinzen hier das ausbaust. So, jetzt bauen wir überall. Außer in den anderen dreien, da wird es uns auch nichts bringen. Also da ist die Übersicht schon mal relativ richtig. Bauen uns auch wieder ein bisschen Geld an. Jetzt habe ich so viel Autorität schon wieder. Ausgaben, Einnahmen. Ausgaben sind enorm hoch überall. Ich habe keine Ahnung, wie ich im Plus bin. Genau 10 Lebensstandard. Ich bin mal gespannt, ob das jetzt wirklich dann alles besser wird, sobald wir die Bahn weiter ausbauen. So, der Stahlbeton erhöht einfach den Bausektordurchsatz. Das finde ich eh ganz cool. Bei den einberufenen Bataillonen muss man mal gucken oder Einberufung stellen. Kohle kommt auch, Seide kommt. Stühle, da kommt nicht so viel. Die bauen auch nochmal Motorenwerke. Wir haben halt jetzt Luxusmöbelproduktion mit drin, ne? Das ist halt das ein kleiner Knackpunkt. Haben die mein Holz eigentlich wieder? Ne, das ist nochmal. Kann ich Holz importieren? Naja. Hartholz auch? Ne. Da ist schon mal ganz gut, ein bisschen Holz extra zu haben. Ist jetzt nicht so viel. Pops ballern sich über 1000 Holz in den Puppi. Aber gut, ich denke mal, Möbel werden wir auch noch mal ein bisschen ausbauen müssen. Vor allem, wir haben an sich eine enorm starke Produktion, aber ist nicht genug. Dann würde ich fast schon trotzdem sagen, wir gehen trotzdem noch mal her. Und bauen einen extra Bausektor noch mal mit dazu. So. Was soll schon schief gehen? Wen könnte man als nächstes unterwerfen mit unserem schlechten Prestige? 301, wir bräuchten 340, dass wir irgendwas erreichen würden. Deswegen kann ich die auch... Ah doch, die kann ich wieder befreien. Eine nicht befreien, übertragen wäre das Richtige. So, Diplomatieforderung. Kelly entlang Übertragung gäbe es wieder. Ah, guck mal, da könnten wir die niederländischen Ostindien, aber da sind natürlich... Ja, weil so viele sind da gar nicht. Tributgeber machen. Da gäbe es jetzt nochmal Burma. Was habe ich mit meiner Flotte passiert? 28? Und 16. Dachte irgendwie, ich hatte mal mehr, aber nö.
getäuscht. Und da halt ist auch wirklich minimal. Gut, Freunde, es ist hochspannend. Weiterhin. 80, schau mal, 80 jetzt hat. Ich glaube, die eine tun wir sogar weg. Gut, dann würde ich an der Stelle sagen, ich bin raus für heute. Wir gucken weiter, dass wir den Nebenstandard pushen. Gucken nach potenziellen neuen Opfern. Und wir sind gespannt, wie es weitergeht. Ich wünsche euch einen schönen Tag. Haut rein. Ciao, ciao.